Name ist Gerhard Warneck, ich bin Unternehmensberater und zertifizierter Datenschutzexperte und habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung beschäftigt. Ich werde versuchen, in den nächsten 3 Minuten das Thema Datenschutzgrundverordnung Ihnen näher zu bringen. Wenn wir vom Thema Datenschutzgrundverordnung sprechen, sprechen wir von Daten, die natürliche Personen, Menschen betreffen. Wann immer Sie ein Unternehmer sind, sind Sie von der Datenschutzgrundverordnung betroffen und müssen sich dafür wappnen und gewisse Dokumentationen erstellen. Sie müssen zuallererst einen sogenannten Verantwortlichen nominieren. Der ist, das sagt der Name, verantwortlich für die Umsetzung Ihrer Datenschutzmaßnahmen und die Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung. Die erste Dokumentation ist die sogenannte Datenschutzerklärung. Diese Datenschutzerklärung ist außenwirksam, also die ist entweder auf Ihrer Homepage einsehbar oder in Ihrer AGBs. Die Datenschutzerklärung regelt, welche Daten Sie entgegennehmen, was Sie mit diesen Daten tun, welchen Rechtsgrund Sie haben, diese Daten überhaupt verarbeiten zu dürfen, wann Sie diese Daten wieder löschen, und klärt insbesondere über die sogenannten betroffenen Rechte auf, die da sind: Recht auf Auskunft, Sie müssen Auskunft geben, welche Daten Sie speichern, wenn Sie jemand fragt, Recht auf Berichtigung, wenn Daten falsch erfasst sind, müssen Sie diese berichtigen, Recht auf Löschung, es kann Sie jemand auffordern, diese Daten zu löschen, Recht auf Einschränkung oder Widerruf einer Einwilligung, die Sie von einem Betroffenen bekommen haben, das Recht auf Herausgabe der Daten und das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn jemand den Eindruck hat, dass hier eine Manipulation oder ein Vorfall vorgefallen ist. Das zweite, was Sie brauchen, ist das sogenannte Verarbeitungs- oder Verfahrensverzeichnis. Das Verfahrensverzeichnis ist aber im Gegensatz zur Datenschutzerklärung nicht außenwirksam, sondern das machen Sie für sich im Unternehmen. Auch hier steht drinnen, welche Personengruppen sind betroffen, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten zum Beispiel, welche Daten werden erhoben, welchen Rechtsgrund haben Sie, diese Daten zu erheben, zum Beispiel die Vertragsverfüllung oder überhaupt ein Gesetz wie eine Aufbewahrungsbestimmung. Oder Sie haben ein berechtigtes Interesse definiert oder Sie haben sich eine Einwilligung von Betroffenen geholt. Dann ist festgeschrieben, was Sie mit diesen Daten machen, in welchen Systemen diese Daten gespeichert sind, ob Sie diese Daten an einen Dritten weitergeben und wann Sie diese Daten wieder löschen. Es kann sein, dass Sie die Daten nicht nur selbst verarbeiten, sondern diese Daten auch weitergeben an einen Dritten. Das wäre im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ein sogenannter Auftragsverarbeiter. Und mit diesem Auftragsverarbeiter brauchen Sie auch einen Vertrag, eine Vereinbarung, der klar regelt, welche Daten werden übergeben, was macht der Auftragsverarbeiter mit diesen Daten, wann löscht der Auftragsverarbeiter diese Daten wieder, werden die Daten im Inland oder im Ausland, EU-Ausland oder Nicht-EU-Ausland, verarbeitet. Ein letzter Punkt vielleicht noch zu dem Thema technisch-organisatorische Maßnahmen. Sie müssen sich sowohl von Ihrer Organisation her als auch von Ihrer technischen Infrastruktur aufstellen, dass Daten grundsätzlich geschützt sind und nicht abhanden kommen oder manipuliert werden. Viel Erfolg!